Schönen guten Abend zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer Nachbesprechung nach unserem Heimspiel gegen die Spielvereinigung aus Fürth. Ich darf die beiden Trainer begrüßen und ohne große Vorrede direkt dir, Stefan, das Wort erteilen. Dein Fazit zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Erstmal, Paul, dir Glückwunsch zum Sieg, zu den 3 Punkten und deiner Mannschaft. Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Wir haben sehr, sehr viel investiert. Wir haben läuferisch, glaube ich, das Maximale rausgeholt, was rauszuholen war. Wir waren physisch präsent. Wir hatten ein bisschen Glück in der ersten Halbzeit, als Serdar eine Großchance hatte, wo du normalerweise in Rückstand gerätst. Ansonsten, glaube ich, haben wir das eingebracht, was wir bringen können. Gehen dann in Führung in der zweiten Hälfte. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Führung länger halten können. Leider ist uns das nicht gelungen, aus Gründen, die man so auch jetzt nicht stehen lassen kann. Ja, es ist ein seitlicher Freistoß, wird ein Block gestellt, den wir uns individuell einfach schlecht verhalten. Ja. Wir wussten, dass dieser Block kommen wird. Chance aus diesem Eckball resultiert dann, oder resultiert ein Eckball daraus, und aus diesem Eckball bekommst du das 1:1, wo ich eine individuelle Aufgabe habe, eine individuelle Aufgabe erfüllen muss. Und das tun wir dann nicht. Und zwar nicht mit hundertprozentiger Überzeugung, und dann kriegst du das 1:1. Und dann kippt diese Partie natürlich komplett. Es kommt das Publikum, die Hertha wird aktiver, merkt, oh, vielleicht geht was. Wir müssen dann wechseln, weil einfach Jethro Willems einfach noch nicht über 90 Minuten spielen kann. Du musst dann Marco Meierhöfer auf die linke Seite stellen. Das Ganze wird ein bisschen, kriegst eine leichte Instabilität in das Spiel rein, und trotzdem kriegst du das 1:2 wieder aus einem zweiten Ball, aus einer Standardsituation, wo wir einfach wieder individuell schlecht verteidigen. Und ja, sehr, sehr bitter wirklich für uns, und bin auch sehr enttäuscht drüber, weil wir viel investiert haben, und ich glaube, wir hätten auch einen Punkt mitnehmen können oder vielleicht sogar müssen, und jetzt stehen wir mit leeren Händen da, und ja, sehr enttäuschend heute, und lange Heimreise jetzt, können wir uns nochmal Gedanken machen, dann werden wir regenerieren und uns auf ein kleines Derby vorbereiten. Danke. Stefan, dir vielen Dank. Paul, wie schätzt du die 90 Minuten ein? Erstmal, wir haben gewusst, das wird schwierig, weil dafür wir ein gut organisierter Gegner. Und trotzdem die erste Halbzeit, da war ein, zwei Möglichkeiten, letzter Pass oder letzte Konsequenz hat gefehlt, Führung zu gehen. Aber ich finde, die beide Mannschaft war passiv, sogar viele spielerische Fußballmomente kann man nicht erzählen. Und die erste Halbzeit habe ich schon umgedreht und habe gesagt zu meinen aller Kollegen, ich glaube, besser, wenn wir ein Tor kassieren, weil die Blockade muss weg von hier. Weil die Spieler, die im Training trainieren, und wenn ich sehe, die Spiel, wie die erste Halbzeit, das sind zwei verschiedene Charaktere. In der Halbzeit habe ich nochmal deutlich gesagt, fang bitte an mit dem Ball Fußball spielen, so wie im Training, so wie wir das immer machen, und sei mutig, mehr Risiko. Ja. Und Gott sei Dank, dann schenken wir einen Elfmeter. Und danach die Blockade war weg. Und ich glaube, danach, wie die Jungs mit dem Ball umgegangen haben, auch mit der Aggressivität und gewinnen zu wollen, einfach Gänsehaut. Deswegen hat das Publikum auch geweckt. Und ich muss sagen, auch die Wechselung haben sie auch gut getan für uns. Alle motiviert, gut reingekommen. Und zum Schluss, nach meiner Sicht, dass wir haben auch verdient gewonnen. Und hätte gewünscht, dass vielleicht die erste Halbzeit schon eine Elfmeter zu schenken, damit wir schneller anfangen, Fußball zu spielen. Also befreit mit dem Ball umzugehen. Andere Seite ist großer Respekt nochmal für die Nachwuchsakademie, was die durch die Jahre hier geleistet haben. Wenn wir das sehen, heute Gegner Bundesliga, Erste Liga und die hintere Kette, ja, ich will nicht die Dame nennen, ja, wie viele junge Spieler, auch mit DJ. Also praktisch, wir können froh sein. Mit Jürgen habe ich die erste Pressekonferenz sofort gesagt, sehr spielintelligenter Fußballer, gegnerisch 16, alles was er macht, hat Hand und Fuß, letzter Pass, vorletzter Pass, Torgefahr. Und das war ein schöner Moment für uns alle, denke ich, für alle Herthaner. Und hoffentlich macht das genauso weiter, aber trotzdem, das war eine Mannschaftsleistung, ein schöner Fight.
Und auch wir haben zum Risiko gegangen. Ja, wir haben viele verletzte Spieler, Martin da, der sollte nicht spielen, wegen dem Fitnesszustand. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht 60 Minuten. Aber dann alles so entwickelt, ja, dass wir trotzdem alle da waren, motiviert und wissig. Und ich bin erstmal sehr froh, weil eigentlich mag ich nicht dieses Spätspiel, weil in dieser Zeit normalerweise schläft. Und trotzdem, wenn du gewinnst Freitagabend, ja, was ist ein schönes Spiel. Und jetzt haben wir ein paar schöne Tage und können wir auch ruhig weiterarbeiten. Paul, auch dir vielen Dank. Dann gehen wir in die Runde. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann fangen wir mit Jens Menni vorne in der ersten Reihe an, bitte, von der dpa. Paul, kannst du schon was über die verletzten Spieler sagen? Und ist Marvin Plattenhardt auch wegen einer Verletzung in der Kabine geblieben? Nein, Marvin hat auch lange Pause gehabt und da hat man gespürt, diese lange Wege her, nach vorne verteidigen, er war nicht mehr so mutig und das ist Vorsichtsmaße, weil wollte man nicht, dass er nach einer Verletzung zu anderen wandert. Und über die anderen beiden Spieler, ich glaube, dass Richtung Muskelfaser ist. Und wie groß, wie lange das dauert, das kann ich morgen zu euch sagen. Haben wir Presserunde, sowieso. 10 Uhr. Vielleicht so lange habe ich die Information, aber beide hat muskuläre Probleme und bestimmt nicht für 3 Tage. Und damit ihr das weißt, das sind auch, ja, Boyata ist auch ein Spieler, der nicht die richtige Vorbereitung gemacht hat, ja, dann auch die neue Spieler nicht bei uns und das ist für die Integration, das ist das, was ich sage, und nicht, dass jetzt wieder einer sagt, die Fitness-Trainer ist nicht gut genug bei Hertha BSC, ist gut genug, ja, und die Verletzung kommt nicht von Trainingssteuerung oder irgendwas, vorher, dass ihr wieder alles negativ wird, ja. Gibt es weitere Fragen? Dann Jens nochmal bitte. War das denn dein Plan, mit dem Jürgen Eckelenkamp ihn in dem Moment zu bringen oder war das spontan? Nein, wir haben meinen Plan. Ich rede mit meiner Mannschaft sehr deutlich, auch mit jeder Spieler, auch die Ersatzspieler, kannst du nachfragen. Und von Plan her, erstmal, ich muss den Vladi Darida loben für die Leistung von letzter Woche, aber trotzdem war er heute draußen, weil mit Kevin wollte er mit Kurzpass spielen, Bälle besserer Weg nach vorne zu transportieren. Und wollten wir auch Vladi einwechseln, aber durch die ganze Verletzung, was alles geschehen, konnten wir nicht. Aber die achte Position war genauso schon vor dem Spiel. Wenn Kevin kommt runter, Tussa geht nach hinten, da kommt Jürgen rein. Sogar wir haben überlegt, Jürgen von Anfang an spielen. Die Probleme, er kommt jetzt, er ist ein paar Tage hier und dann gibt auch hier. Und muss mein Trainer auch pädagogisch handeln zu können, weil jeder arbeitet hart und jeder hat einen verdienten Status. Und bin ich froh, dass er so reingekommen ist. Aber Marco war genauso gefährlich. Silke auch sehr gut reingekommen. Körpersprache, Aktionen. Also können wir hier nicht nur einen Namen nennen, sondern das ganze Team. Und so wie die Jungs gefightet haben, ja, nach vorne, mit Ball, ohne Ball, ja, das wollen wir öfter sehen. Alle Fragen beantwortet? Jens nochmal? Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu seinem Wechsel sagen? Wie ist es denn dazu gekommen, dass der Jürgen überhaupt hierher gekommen ist? Wer hat ihn vor allem auf dem Schirm gehabt? Kennst du ihn schon länger? Wie ist das passiert? Wir werden jetzt keine Einzelgeschichte machen. Wer hat hier geholt? Ja, er hat einen Berater, musst du da anrufen. Und vielleicht erzählt das, aber sonst hat der BSC, ja, die ganze Chefetage und der Trainerstab immer beschäftigt mit einem Spieler. Und er war angeboten, ziemlich lange gedauert zum Schluss, dass er bei uns gelandet. Aber wir sind froh, dass er hier ist und er hat auch, wir müssen auch noch ein bisschen formen. Ja? Wir haben viele Aufgaben noch mehr mit ihm, weil es 21, denke ich. Und das ist genauso wie die, ein Linus 17, ein Martin dann ein 19, DJ 20, 21, das sind junge Spieler und viele Herthaner. Und wenn ein junger Spieler zum Hertha kommt, kommt nicht hier irgendwie, ja, ein bisschen sieht das gute Arbeit gibt hier. Gute Umgebung, also die ganze Olympiagelände, was ihr bietet. Und wir sind stolz, dass er uns gewählt hat. Und ich habe schon die erste Pressekonferenz gesagt, wir werden Freude haben mit den Jungen. Ich habe jeden Tag diese Freude bei den engen Spielern, wie er dreht sich, wie er Fußball spielt, ist schon gut. Soll gesund bleiben. Dann gehen wir nochmal zurück in die Mitte, bitte. Sie hatten eingangs gesagt, Herr Dardai, dass die erste Halbzeit tatsächlich auch aus Ihrer Sicht, wenn ich es richtig verstanden habe, eine schwierige Angelegenheit war und die beiden Mannschaften sich eher, soll ich sagen, blockiert haben. Warum braucht es erst diesen Weckruf in der zweiten Halbzeit, den Sie im Elfmeter gesehen haben?
Weil dann in diesem Moment, wenn hast du selber Fußball gespielt, ja, dann weißt du manchmal mit 10 Spielern rote Karte, 10-mal macht besser das Spiel wie 11. Weil die sind befreit. Okay, jetzt kann man nichts verlieren. Und ich glaube, wir haben die letztes Jahr, das ist so tief drin. Jetzt ja auch die ganze negative paar, zwei, drei Wochen für nichts, Leute. Wir haben 6 Spiele, 3 Siege, davon 4 Auswärtsspiele. Und wir haben die Boulevard eine negative Stimmung gemacht. Das strahlt sich bei den Spielern aus, Leute. Ja, habt ihr schon Fußball gespielt? Weißt, wie ist das, wenn so viel Leute da ist? Ja, und das brauchst du. Also Gott sei Dank, der Deo hat da gefummelt hat. Ja, jetzt hat uns die Halbzeit gerettet. Und wir haben auch hungrige Spieler eingewechselt, fitte Spieler, nach Plan, alles gut gelaufen. Und die letzte Woche war auch die Wechselung, alles eingeplant. Und das ist erstmal schön, das funktioniert. Versuchen wir das weiter so zu machen. Natürlich, ich hoffe, oder muss man lang betteln, in der Verteidigung soll keiner mehr verletzte Spieler sein. Weil jetzt gehe ich nach Hause, jetzt muss ich ein bisschen mit Hartmann reden, ja, wie sieht aus mit der A-Jugend, ja, weil jetzt haben wir, die sind fit, die sind jung, ja, hoffentlich bleiben sie gesund, aber vielleicht Arne Friedrich müssen wir noch mobilisieren. Gibt es noch Fragen? Nee, ist nicht der Fall, dann herzlichen Dank alle fürs Kommen und gute Heimreise den Füttern. Schönen Abend, schönes Wochenende, bleibt gesund, bis demnächst.